Es gibt Menschen, die glauben fest daran, dass die Sterne Einfluss darauf haben, mit wer man am Ende glücklich wird. Foto 3000 Fotolia. Egal, ob Mensch selbst für weniger abergläubiger esoterische gehaucht hält, die Macht der Sterne beeinflusst bei nicht wenigen Menschen da Liebesleben. So ergibt seine aktuelle Umfrage der Online-Dating-Plattform Parship, dass jeder Vierte daran glaubt, dass das Sternzeichen Einfluss auf das eigene Liebesleben hat. Immerhin 27% der Frauen und 19% der Männer glauben fest daran, dass dies dann ein Liebesdingen Einfluss nehmen. Auch viele Singles glauben an die Kraft der Sterne. 28% vertrauen bei ihrer Liebe auf Horoskope. Unter denjenigen, die an den Zusammenhang der Liebe und des Sternzeichens glauben, gibt es Abneigungen gegen bestimmte Sternzeichen. 13% würden sich nicht für einen Skorpion als Liebespartner entscheiden. 13% der Frauen können sich außerdem nicht vorstellen, eine Beziehung mit einem Zwilling oder einem Löwen. 12% einzugehen. 11% der Männer machen einen Bogen um Steinbockfrauen. Auch Widder, Jungfrauen und Fische sind wenig beliebt. 9% unabhängig von der Liebe. Mädels, die Hälfte der Deutschen glaubt generell an Sternzeichen und deren Einfluss auf die Persönlichkeit. 54% Frauen haben mehr Vertrauen in die Esther Nils Männer. 40% der Frauen nehmen die Sternbilder ernst. Das trifft nur auf 22% der Männer so. Dennoch überwiegen die Esternen Zweifler. 46% der Deutschen halten Sternzeichen generell für Humbug. Jede dritte Frau. 33% und 59% der Männer messen ihnen keine Bedeutung bei. Skorpion gesamt 13%, Männer 13%, Frauen 13%, Löwe gesamt 10%, Männer 8%, Frauen 11%, Zwilling gesamt 10%, Männer 5%, Frauen 13%, Widder gesamt 8%, Männer 9%, Frauen 8%, Jungfrau gesamt 8%, Männer 9%, Frauen 7%, Fische gesamt 8%, Männer 9%, Frauen 7%, Steinbock gesamt 7%, Männer 11%, Frauen 5%, Stier gesamt 7%, Männer 9%, Frauen 5%, Wassermann gesamt 6%, Männer 5%, Frauen 6%, Waage gesamt 4%, Männer 1%, Frauen 6%, Schütze gesamt 4%, Männer 4%, Frauen 4%, Krebs gesamt 3%, Männer 4%, Frauen 3%, Weiß nicht gesamt 13%, Männer 14%, Frauen 13%. Unabhängig davon, ob man nun daran glaubt, dass dies dann Einfluss auf die Partnerwahl haben oder nicht, kommt es früher oder später zu einer Mastendate. Wir haben mal die wichtigsten Fragen, die gestellt werden sollten, zusammengefasst. Die meisten Dates beginnen mit und was machst du so, gehen viel besser zu fragen, was da an deren liebsten täte. Man kriegt so mal einen Einblick in dessen Gedankenwelt und wie derjenige so tickt, und man kommt sofort viel spannender rüber als die herkömmlichen und langweiligen und was machst du so Typen, mit denen man sonst Date Chat. Clevere Frage, um herauszufinden, wie das Date über die eigene Family spricht oder ob es irgendwelche familiären Probleme hat. Auch die possession älteste so der mittleres Geschwister Nachzügler bietet Gesprächsstoff. Man kann sich vergleichen und über Pro und Contra spaßen. So fährt man, was der potenzielle Partner so mag. Liest er Blogs oder Bücher? Ist er politisch oder romantisch? Sollte sich herausstellen, dass der andere gar nicht liest, ist auch das ein Zeichen. Aber kein gutes, muss ja mal gefragt werden. Schließlich kriegt man somit, ob das Date frisch getrennt und der Ex-Partner noch die Mail ist, ob derjenige monogamisch oder auf Langzeitbeziehungen steht oder ob er überhaupt Single ist. Nicht die originellste Frage, aber man findet auch hier einiges über das Gegenüber heraus. Welche Art von Menschen findet deran da interessant? Musiker, Politiker, Schriftsteller, Sportler? Die Frage kann übrigens auch abgewandelt werden auf die drei Personen, die man mit auf eine einsame Insel nehmen würde, oder die drei Menschen, die ich in meine Superheldentruppe wählen würde. Und denken Sie gerade selbst drüber nach, wer das sein könnte? Gut, das relativ schnell abzustecken. Will das Date eine feste Beziehung, eine Affäre, einen One-Night-Stand? Wenn sie die Erwartungen decken, ist du challenge prima. Zumindest weiß man jetzt, wohin die Reise geht und ob man sie zusammen antreten könnte. Mehr Promi-News gibt's auf Bild Facebook. Jetzt Folgenanzeige. Sie wollen noch mehr scharfe Mädels sehen? Teilen, wittern, teilen auf Google, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.